Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ori and the Blind Forest. Ja, wir haben im letzten Part unter anderem dieses Geistertor hier geöffnet und eine neue Fähigkeit gelernt, also den Walljump oder Wandsprung. Ob auf Deutsch oder Englisch ist, glaube ich, egal. Da wir nämlich eine Seele gefunden haben. Und die verteilen uns anscheinend neue Fähigkeiten, was natürlich sehr, sehr cool ist. Da oben wackelt unten Vieh rum. Finde ich nicht gut. Hallo? In der Nähe von Feinden kannst du keine Seelenverbindung herstellen. Okay. Good to know. Das ist sehr, sehr good to know. Was ist denn das? Kann ich bitte dich kaputt machen? Anscheinend nicht. Okay. Wir hatten ja beim letzten Mal schon so viel Spaß mit diesen blöden Fallen. Oh Gott. Oh Gott. Vorsichtig. Sehr gut. Da haben wir ein tempelweiteres Geistertor. Wir wissen zwar noch nicht, wo das ist, aber das passt schon. Oh Gott, ich muss echt aufpassen. Fliegen unerwarteter als gedacht. Oh Gott, das war knapp. So, Seelenverbindung ist bereit. Das ist sehr schön. Warte, ich glaube, ich mache ich auch gleich hier oben. Oh Gott. So, kurz gespeichert. Das ist schon mal ganz nett. Ich möchte mich den ganzen Weg nicht hochrennen wieder. Oh Gott. So fies, so näher man den kommt, das ist halt umso schneller. Sind natürlich die Bälle auch bei einem. Gut, hier kommen wir nicht durch. Das kann ich vergessen. Das ist ziemlich langsam sogar. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht genauso gut treffen kann. Moment, ich kann auch mit dem einfachen Weg gehen. So geht's natürlich auch. Komme ich ja nicht dran. Oh, das wollte ich nicht. Hoppa. So, jetzt wird's aber lustig. Ich warte kurz auf die Schuss und dann... Oh Gott. Sehr gut. Achso, muss gleich mal darüber. Na super. Na komm. Gib deinen Schuss ab. Sehr gut. Das läuft ja. Hier speichere ich, weil ich mich dazu gut kenne, dass ich das hier verkrankt werde. Hab's. Sehr gut. Lief doch besser als gedacht. Speichern gleich mal nochmal. Verbraucht ja eh nichts, also. Was soll's, ne? Sehr gut. Da müssen wir runter. Ist irgendwas, was mich töten möchte? Nein? Okay, gut. Auf was, dass ich irgendwas umbringen möchte die ganze Zeit. Okay, da sollte ich nicht runter, das wäre ziemlich schmerzhaft. Oh Gottes Willen, was ist denn das? Was soll denn der Kack? Okay. Und hoch. Yes, sehr gut. Und Geistertour wird hoffentlich geöffnet, sehr gut. Das lief doch sehr, sehr, sehr gut. Ich bin einmal gestorben oder Schaden genommen. Wir sind beim Geisterbaum angekommen. Was will er denn mal machen? Ach so. Ich verstehe. Ah, okay, ich verstehe, was das Problem ist. Okay. Gut, gut. Ja, ja. Moment. Da
das uralte Wesen Errungenschaft freigeschaltet. Sein. Das ist der, dem wir die Fähigkeit verdankt zu haben. Zu verdanken haben. Okay. Wir müssen in den Dornensumpf. Neues Ziel, finde den Ginsobaum. Gut, ich will aber kurz, bevor wir uns da jetzt hin teleportieren. Können wir uns da wieder hin teleportieren? Ich weiß es gar nicht. Hol ein. Tal des Windes. Kamen wir? Der Bonus ist instabil, okay. Das ist Sende zu wissen, mein Lieber. Hallo. Oh, das ist natürlich schade für dich. Mensch, du, Armer. Ne, auch da. Hoppa. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Ja. Ich hatte gerade irgendwie wieder Probleme. Da, wie gesagt, das Spiel ja eigentlich controllermäßig eigentlich auf Xbox 360 ausgelegt ist. Und ja, deswegen hat er jetzt gerade ein paar Probleme gehabt und einfach die Tasten übereinander gelegt. Deswegen hat er auch die ganze Zeit unten jetzt geblinkt wie in Energie. Weil man für die Energie zwar auf dem PlayStation-Controller Kreis drücken muss, aber auf dem Xbox-Controller eben links. Das wäre für den PlayStation, also für den PlayStation-Controller wäre das jetzt links. Wäre das X und dementsprechend ist dann gesprungen und wollte gleichzeitig die Energie also Energie-Seelenverbindung herstellen. Und das geht natürlich nicht. Das ist nicht so gut gewesen, aber ich habe es einfach neu gestartet und passt das. Okay. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Viereck zum Aufladen gedrückt halten und dann Viereck loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Das hört sich sehr, sehr gut an.
Und das wird wahrscheinlich auch für diese blauen, tollen Punkte da vorne sein. Gut, das brauchen wir nicht. Energie haben wir. Und... Sehr, sehr nice. Das hört sich gut an. Oder sieht sehr gut aus, muss ich sagen. So, auch da. Na, auch. So. Also hier geht's eh nicht weiter. Hup. Ein bisschen Energie. Was haben wir denn unten? Achso. Moment. Ah. Sehr gut. Komme ich da hoch? Nee. Dann gehe ich nochmal. Na, nicht komplett zurück. Ich will hier und dann. So. Vorsichtig. Wunderbar. Dann gehen wir nämlich kurz nochmal hier oben gucken, was hier ist. Da ist nämlich ein Schalter. Den nehme ich mit. Okay. Sehr cool. Da kommen wir gerade so nicht hoch. Dann gehe ich erstmal nach unten, bevor ich wieder nach oben gehe. Hallo. Okay. Hier kann man... Okay, ich habe ein großes Geisterfeuer gefunden. Ich habe es gerade aus dem weggedrückt, weil ich in dem Moment Viereck gedrückt habe. Aber ja. Ist ja jetzt nichts krass Neues. Einfach nur das gleiche wie vorher, nur in groß. Du kriegst mir nicht. Nope. Das brauchst du gar nicht versuchen. Das kommt mir so bekannt vor. Oh Gott. So, jetzt aber. Ja, hier waren wir schon. Natürlich, ja klar. Dann. Warte, ging es da unten noch irgendwo. Gab es da unten so eine Stelle? Also müssen uns wahrscheinlich teleportieren. Würde ich behaupten. Aber ich will trotzdem zumindest gucken, ob es hier irgendwo diese Stelle gab. Da kann man nicht auf der Karte. Das sehen. Nein. Hier schön nach unten. In die Waldsenke reinzoomen. Das Geräusch ist immer noch sehr, sehr komisch. Aber es ist okay. Da geht's hoch. Da vorne rechts ging es noch lang. Dann gehen wir da, glaube ich, noch mal kurz hin. Ich würde kurz gucken, ob es da irgendwo noch was Besonderes gab. So. Na, auch da. Auch da. Ach. Zum Ausweichen erstmal in die Stacheln reingerannt. Sehr cool. Alter, ist das mal ernst? Diese Stacheln... Kann ich nicht die ganze Zeit reinrennen? Nein. Oh Gott. Ori. Springe. Thank you. So. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Gut. Das dürften wir hinbekommen. Bitte. Ja, von hier schaffen wir es nicht. Oh Gott, sind wir so knapp. Ah, okay. Da kommen wir noch nicht hoch. Weil wir, glaube ich, noch nicht so weit springen können, oder? Oh doch, alles gut. Ich habe nichts. Junge. Ganz ruhig. Um Gottes Willen. Ja, also wohl hoch. Feigling, ey. Kämpft er da unten? Soll denn das? So, und hoppa.
Ach, da kommt ja der Nächste. Ach, Leute. Was mache ich jetzt hier? Okay, es hat anscheinend nicht viel gebracht. Warte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, was will denn? Ist das hier der Punkt? Ja, der wird theoretisch... Obwohl, wir müssten hier eigentlich rechts nach oben. Ja, okay, hier kommen wir niemals hoch. Ja, okay. Gut, gut, wir gehen zurück zum Geisterbaum. Und porten uns... zu diesem... Oh, aua, als ob du mich getroffen hast. Du Arsch. So. So, hallo. So. Ja, will ich gar nicht hin. Ich will hier runter. So, nein. Ach. Ori, warum springst du denn nicht? Hätte mir so ein schön entgehen können. Und jetzt. Naja, gut. Zumindest ein paar schicke Fähigkeitenpunkte. Komm runter. Na komm. Kämpf wie ein echtes Ding. Das sieht irgendwie aus wie ein Affe und gleichzeitig irgendwie Grashüpfer-mäßig. Ich weiß nicht genau, was du sein sollst. So, hier müsste es ja eigentlich jetzt nach rechts wieder zum Baum gehen, da. Oder irre ich mich da gerade? Moment. Ne, sieht gut aus. Och, da. Och, da. So. Hier mal oben lang. Ja, auch da. So. Und dann wieder hier nach oben. Zum Geisterbaum. So. Dann speichern wir noch ganz entspannt. Ja. Moment. Speichern wir noch mal ganz entspannt hier. Doof. Und was stand da gerade zum Teleportieren? Es dürfte Dreieck sein, ne? Ja. Dann gehen wir doch mal... Achso, nee, okay. Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, das war so, wie ich mir doch gedacht habe. Dass man... das Ganze... erforschen muss. Und dann erst sich dahin hin teleportieren kann. Das ist natürlich ganz cool. So, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir erstmal hier einen Cut machen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Ori and the Blind Forest. Und bis dahin sage ich ciao.